Die 11 tödlichsten Flusstiere der Welt. Was geht schon über einen entspannten Urlaub am Wasser? Einfach die Seele baumeln lassen, ruhig in der Sonne liegen und die Natur beobachten. Wie das Wasser dort so sanft schimmert und ruhig vor sich hinfließt. Aber der Schein kann auch trügen. Unsere Gewässer sind ein Lebensraum für Millionen Tiere. Und einige davon sind alles andere als friedlich. Um nicht zu sagen, tödlich. Vom Hai über Schildkröte bis Spinnen. Hier sind unsere 11 tödlichsten Flusstiere der Welt. Nummer 11. Bullenhai. Los geht es mit einem wahren Monstrum, dem Bullenhai. Auch wenn dieses Tier hauptsächlich im Meer unterwegs ist, liebt er es auch, in Flüssen mit frischem Wasser herumzuschwimmen. Sein massiver Körperbau und das ihm oft zugeschriebene aggressive und unberechenbare Verhalten bringen ihm seinen markanten, gefährlich klingenden Namen. Der Bullenhai kann bis zu 4 Meter lang und 315 Kilogramm schwer werden. Damit stellt er fast alle Menschen in den Schatten. Seine unglaublich breite Schnauze lässt ihn noch bedrohlicher wirken. Der Bullenhai ist fast auf der ganzen Welt zu finden und hält sich gerne in flachen Ufergebieten auf. Also Vorsicht bei der Flusswanderung. Auf seinem Speiseplan stehen vor allem andere Wassertiere. Knochenfische, andere Haie, aber auch Krebse, Rochen und Weichtiere verzehrt der Bullenhai regelmäßig zum Frühstück. Er jagt besonders in trüben Gewässern, in denen die Sicht der Beutetiere eingeschränkt ist. Außerdem wird der Bullenhai für die meisten Angriffe auf Menschen verantwortlich gemacht. Ein gefährliches Lebewesen, dem man nicht zu nahe kommen sollte. Nummer 10. Schlangenkopffisch. Eines der für den Menschen gefährlichsten Flusstiere ist der Schlangenkopffisch. Seinen Namen bekam er durch seinen auffälligen, schlangenähnlichen Kopf, dessen Gebiss stark genug ist, um die Beute mit Leichtigkeit zu töten. Der Schlangenkopffisch hat einen massiven, langgestreckten Körper, der bis zu 1,83 Meter lang werden kann. Normalerweise ist der Schlangenkopffisch nicht aggressiv gegenüber Menschen. Normalerweise. Denn wenn er sich bedroht fühlt, zögert er nicht, sondern greift direkt an. Also kommt diesem Tier niemals zu nahe. Aber die Chance, dass ihr ihm hier begegnet, ist sehr klein. Der Schlangenkopffisch kommt hauptsächlich im tropischen Afrika und in Süd-, Südost- und Ostasien vor. Hier wird er auch als Speisefisch gezüchtet. Nummer 9. Fransenschildkröte. Wie jetzt? Eine Schildkröte kann gefährlich sein. Diese liebevollen, langsamen Lebewesen? Ja, die Fransenschildkröte lebt in Südamerika und kann bis zu 40 cm lang werden. Ihr flacher, brauner Rückenpanzer mit den pyramidenförmigen Schilden lässt sie wie ein Stein aussehen, wodurch eine hervorragende Tarnung entsteht. Die fransenartigen Hautlappen an der Kopfunterseite brachten der Fransenschildkröte ihren Namen. Die Fransenschildkröte bewohnt vor allem langsam fließende Flüsse und Bäche sowie Teiche und Seen mit schlammigen Böden. Dort kann sie sich mit ihrer perfekten Tarnung eingraben und darauf warten, dass ihre Beute vorbeikommt. Ist es dann soweit, schnappt die Schildkröte zu. Mit ihrem großen Mund saugt sie die Beute, meist Fische, ein und verschluckt sie im Ganzen. Ihre Gefräßigkeit macht sie für die Wasserbewohner noch gefährlicher. Es wurde beobachtet, dass die Fransenschildkröte gelegentlich bis zu 6 Fische von bis zu 10 cm Länge hintereinander verschluckt. Dieses Tier ist ruhig, aber auch gefährlich. Nummer 8. Wasserspinne. Du dachtest, du bist sicher vor Spinnen, wenn du untertauchst? Tja, da irrst du dich leider. Die Wasserspinne ist die einzige Spinnenart, die komplett unter Wasser lebt. Nur zum Luftholen taucht sie gelegentlich kurz über die Wasseroberfläche. Das Verbreitungsgebiet reicht von den britischen Inseln im Westen bis nach Japan im Osten. Hier lebt die Wasserspinne in Seen oder langsam fließenden Gewässern. Auf dem Speiseplan stehen Flohkrebse und Wasserasseln, die von der Wasserspinne gefangen und dann mit einem giftigen Biss überwältigt werden. Ihr Netz wirkt dabei, ähnlich wie bei den Landspinnen, als Bewegungsmelder. Bewegt sich einer der Fäden, eilt die Spinne blitzschnell am Faden entlang und tötet die Beute. Doch auch für Menschen kann die Begegnung mit einer Wasserspinne unangenehm werden. Ein Biss kann fieberartige Symptome auslösen, die sich meistens erst nach einigen Tagen wieder entspannen. Ihre besondere Lebensweise hat der Wasserspinne aber auch schon eine Auszeichnung eingebracht. Im Jahr 2000 wurde sie zur Spinne des Jahres gewählt. Nummer 7. Riesenotter.
Weiter geht es mit einem Tier, das bei weitem nicht so unangenehm aussieht wie die Wasserspinne, aber trotzdem sehr gefährlich werden kann. Der Riesenotter. Im Amazonasgebiet, wo der Riesenotter hauptsächlich vorkommt, rennen die Menschen davon, sobald ein Riesenotter in ihre Nähe kommt. Mit einer Länge von 2 Metern und einem Gewicht von über 20 Kilogramm ist er der größte im Süßwasser lebende Otter. Im Wasser und am Ufer geht der Riesenotter auf die Jagd nach Fischen, Wasservögeln, Mäusen und Vogeleiern. Die Jagdmethoden des Riesenotters sind gefährlich. In Gruppen von meist 5 bis 8 Tieren treiben die Otter ihre Beute gegenseitig aufeinander zu, um sie anschließend zu verspeisen. Ihre Stärke ermöglicht es der Gruppe, auch große Fische ohne Mühen zu erlegen. Aber auch sonst ist der Riesenotter sehr gesellig und sozial. Die Ottergruppen halten sich oft zusammen auf zum Jagen, Schlafen, Spielen und Junge großziehen. Doch leider hat der Riesenotter selbst ein Problem. Durch den starken menschlichen Einfluss gilt die Art mittlerweile als stark gefährdet. Das macht ihn trotz seiner gefährlichen Jagdweise umso mehr zu einem liebens- und schützenswerten Lebewesen. Nummer 6. Piranha. Piranhas werden oft in Comics und Filmen als gefährliche und räuberische Wasserlebewesen verwendet. Und das zu Recht. Mit ihren starken Zähnen und ihrer hohen Geschwindigkeit können sie selbst Fische erlegen, die größer sind als sie selbst. Der Piranha steht damit im größten Teil des Verbreitungsraumes an der Spitze der Nahrungskette. Auch als Mensch sollte man sich besser von einem Piranha fernhalten. Sobald die Eier des Fisches gefährdet werden, attackiert der Piranha auch Lebewesen, die normalerweise nicht auf seinem Speiseplan stehen. Auch wenn es bisher kaum dokumentierte Todesfälle gibt, kann der Biss sehr schmerzhaft werden. Besonders ist auch, dass der Piranha sich selbst gut heilen kann und abgebissene Flossen schnell wieder nachwachsen können. Außerdem kann er auch kranke Tiere ohne gesundheitliche Folgen verspeisen. Noch gefährlicher wird der Piranha durch sein Sozialverhalten. Piranhas halten sich oft in Schwärmen auf und gehen gemeinsam auf die Jagd. Die Schwärme sind in fast ganz Südamerika verbreitet und halten sich in fließenden und stehenden Gewässern auf, die einen hohen Nährstoffgehalt haben. Nummer 5. Riesen-Süßwasser-Stechrochen. Viel größer und schwerer als der Piranha ist der gefährliche Riesen-Süßwasser-Stechrochen. Und das riesig ist auf jeden Fall berechtigt. Bis zu 600 Kilogramm kann dieses beeindruckende Lebewesen schwer werden. Bei einer Körperlänge von 2,40 Meter und einer zusätzlichen Schwanzlänge von bis zu 5 Metern. Wer diesem Killer-Exemplar begegnet, der will am besten nie wieder einen Fuß in das Wasser setzen. Denn der lange Schwanz ist auch, was den Rochen so gefährlich macht. Er enthält einen giftigen Stachel, mit denen der Stechrochen seine Beute vergiften kann. Der Riesen-Süßwasser-Stechrochen lebt in Südostasien und gehört zu den größten Süßwasserfischen der Welt. Auf den sandigen Böden der Flüsse vergräbt er sich und wartet bestens getarnt darauf, dass seine Beute vorbeischwimmt. Besonders schmackhaft sind für ihn wirbellose Tiere und Fische. Nummer 4. Anaconda. Die Anaconda gilt als eine der gefährlichsten Schlangen der Welt. Doch entgegen der Vermutung halten sie sich nur selten an Land auf, sondern entfalten erst im Wasser ihre wahre Stärke. Die große Anaconda wohnt hauptsächlich in den Tropen Südamerikas und lebt hier in größeren Gewässern jeder Art, wo sie sich nah an der Wasseroberfläche aufhält. Die Körpermaße dieser Killermaschine sind enorm. Bis zu 9 Meter lange und 200 Kilogramm schwere Tiere sollen schon dokumentiert worden sein. Und die Jagdweise macht die Anaconda noch bedrohlicher. Die Anaconda gilt als Lauerjäger. Gut getarnt wartet sie, bis ihre Beute vorbeischwimmt. Dann beißt die Anaconda zu und wickelt sich eng um das Opfer, wodurch Atmung und Blutkreislauf der Beute zum Erliegen kommen. Anschließend wird die Beute mit dem Kopf voran verschlungen. Hat eine Anaconda eine ausreichend große Mahlzeit zu sich genommen, kann sie mehrere Wochen ohne Nahrung auskommen. Das Beuteschema der Anaconda besteht aus mittelgroßen Wirbeltieren wie Fischen oder Amphibien, aber auch Reptilien, Vögeln und Säugetieren. Nummer 3. Nilkrokodil. Der Nil ist gefüllt mit einigen der gefährlichsten Lebewesen weltweit. Eine Top-Platzierung in diesem Bereich erhält auf jeden Fall das Nilkrokodil, das nahezu in ganz Afrika vorkommt. Mit seinem massiven Körper und dem Gewicht von bis zu 700 Kilogramm kann es selbst große Tiere blitzschnell mit dem unglaublich kräftigen Kiefer erlegen.
Die Jagdweise in großen Gruppen macht es für die Beute nahezu unmöglich, von der Killermaschine zu entkommen. Normalerweise ernähren sich die Krokos von Fischen, aber auch größere Säugetiere wie Zebras können sie unter Wasser ziehen und dort ertränken. Das Nilkrokodil liegt tagsüber meist regungslos am Ufer und geht nachts auf die Jagd. Also vermeidet es im Dunkeln, diesen Tieren zu nahe zu kommen. Denn wenn ein unerwünschter Besucher zu aufdringlich oder übermütig wird, schreckt das Nilkrokodil nicht davor zurück, auch Menschen anzugreifen, was bereits zu mehreren hundert Todesfällen geführt hat. Dennoch begeistert das Nilkrokodil die Menschen schon seit Jahrhunderten. So wurden mumifizierte Tiere entdeckt, die vermutlich aus dem alten Ägypten stammen. Gefährlich, aber faszinierend. Nummer 2. Zitteraal. Ebenso faszinierend und gefährlich ist der Zitteraal. Denn eine ganz besondere Verteidigung macht ihn selbst für Menschen tödlich. Der Zitteraal lebt im nördlichen und mittleren Südamerika, hauptsächlich im Amazonas. Der Zitteraal hat einen langgestreckten Körper mit einer Länge von bis zu 250 cm. Das Besondere am Zitteraal sind elektrische Organe. Ja, richtig gehört. Der Zitteraal kann um sich herum starke elektrische Felder mit Spannungen von bis zu 860 Volt aufbauen. Zum Vergleich, eine haushaltsübliche Steckdose hat eine Spannung von 230 Volt. Diese elektrischen Eigenschaften reichen locker aus, um selbst Menschen zu betäuben und zu töten, sobald sie dem Zitteraal zu nahe kommen. Mit einer ähnlichen Methode jagt der Zitteraal seine Beute. Er schwimmt möglichst nah an sie heran, um sie anschließend durch das starke elektrische Feld zu betäuben und zu töten. Also, passt beim nächsten Flussausflug auf, dass ihr nicht in die Nähe eines Zitteraals kommt. Nummer 1. Vampirfisch. Last but not least, unsere Nummer 1, der Vampirfisch. Allein sein Name lässt dieses Lebewesen bedrohlich wirken. Der Vampirfisch, auch Payara genannt, ist ein Raubfisch aus Südamerika, der sogar noch gefährlicher als der Piranha ist. Das bisher größte gefangene Exemplar war über einen Meter lang und 17,8 Kilogramm schwer. Der Vampirfisch hält sich hauptsächlich in schnell fließenden Gewässern, Kanälen oder in der Nähe von Sandbänken auf. Auch in überschwemmten Wäldern wurde er schon beobachtet. Der Payara zeichnet sich durch seinen robusten und kräftigen Körper aus. Mit seinen scharfen Säbelzähnen und dem schnell beweglichen Kopf wird der Vampirfisch zu einem ultimativen Räuber, der von Anwohnern gleichzeitig gefürchtet und verehrt wird. Die Säbelzähne ermöglichen es dem Vampirfisch, seine Beute blitzschnell aufzuspießen und sie so vom Wegschwimmen oder Wegtreiben abzuhalten. Es ist immer wieder beeindruckend, welche bedrohlichen Lebewesen doch in den scheinbar so ruhigen Gewässern leben. Welchen Wasserbewohner fandest du am beeindruckendsten? Bist du vielleicht einem von ihnen schon begegnet? Dann schreib es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.